Ich erkläre euch in dieser kurzen Video, in ganz kurzen Videos, maximal 2 Minuten, Begriffe rund um das Thema Photovoltaik. Hi, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. In dieser Ausgabe von Was ist eigentlich, erkläre ich euch mal, wozu man eigentlich einen Wechselrichter braucht. In einer Solaranlage hat man eine ganze Reihe von Solarmodulen zusammen verschaltet. Hier zum Beispiel sind es 6 Stück, die hintereinander geschaltet sind und mit Plus und Minus wie bei einer Batterie enden. Das ist dann Gleichstrom, wie ihr das von der Batterie kennt. Um aus diesem Gleichstrom der Solarzellen jetzt einen Wechselstrom zu machen, so wie wir ihn im Stromnetz brauchen, um unsere Waschmaschine zu betreiben oder unser Elektroauto zu laden oder den Kühlschrank zu betreiben oder was auch immer, braucht man einen Wechselrichter. Und den habe ich mal hier mitgebracht, einen kleinen Wechselrichter. Und zwar ist das sogar ein ganz besonderer, nämlich ein Modulwechselrichter. Also ein Wechselrichter, den man normalerweise nur für ein Modul verwendet. Und dieser Wechselrichter formt jetzt den Gleichstrom. Da steht Input DC, ja, in AC Output, also in Wechselstrom um. Und von hier aus wird der Strom dann ins Netz eingespeist und kann von euren Verbrauchern ganz normal verbraucht werden. Dazu braucht man einen Wechselrichter. Für so eine Anlage wie diese hier, die ein bisschen größer ist als ein Modul, braucht man noch einen etwas größeren Wechselrichter, aber der macht dann letztlich genau das Gleiche. So, ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge ganz kurz näher bringen, wozu man einen Wechselrichter braucht. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.